Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich freue mich ganz doll, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute ist es wieder soweit, das Glow Gang Tauschpaket ist wieder bei mir angekommen. Und beim Glow Gang Tauschpaket machen die tolle Nadine vom Kanal Moldavid mit und die liebe Michelle vom Kanal Stöpsel und die liebe Jenny von Into Minds und die liebe Biene von Simply Bee und ich. Und auch die liebe Lydia vom Kanal Make-up Mieze, die pausiert aber momentan. So, und da ist es das Glow Gang Tauschpaket, das Riesenpaket. Ui, so viel Zeug. Und ich habe es noch nicht aufgemacht, ich mache es jetzt mal auf. Es ist sehr gut vertüdelt mit ganz viel Klebestreifen. Und... ja, das geht schon mal ganz gut. Ich glaube, ich werde ein neues Paket machen müssen, weil das ist schon sehr mit Klebis voll. So, jetzt habe ich es auf. Und wer das Glow Gang Tauschpaket noch nicht kennt, wir tauschen hier Deko, Kosmetik, Plüschtiere, Deko. Deko hatte ich schon. Ich bin noch ein bisschen aufgeregt, weil ich freue mich so, dass es wieder bei mir ist. Und es gibt immer Goodies, die wir uns schicken. Und die werden aber nicht gezeigt. Nur von dem Letzten, der sich ein Goodie rausnimmt, der darf zeigen, was drin war in der Goodie-Tüte. Alle anderen Goodies sind geheim, damit die anderen sich auch noch drüber freuen können. Genau, und wir starten mit einer schicken Bauchtasche von Chiemsee. Sowas ist da auch gerne mal drin, finde ich cool. Die sieht auch super unbenutzt aus. Bauchtaschen habe ich früher immer super gerne getragen. Die kann man bestimmt auch so Crossover tragen. Aber trage ich momentan eher selten, deswegen kommt die erstmal zur Seite. Sonst vielleicht, manchmal machen wir auch Second Chance, also dass man sich in der zweiten Runde, wenn es zu demjenigen wieder zurückkommt, der es reingetan hat, wenn der sagt, will das noch jemand haben, so, letzte Chance, dann kann man sich das immer noch schnappen. Was haben wir hier? Ein Portable DJ Lights. Family Party, Flashing to the Rhythm. Oh, das sieht sehr gut aus. Das sieht aus wie etwas, das ich möchte. Oh. Every hour and moment. Hi, hey. Okay, keine Ahnung. Das sieht cool aus. Oh, es ist so ein kleines Ding. Und das reagiert dann auf Musik irgendwie. Finde ich super spannend. Nehme ich mir auf jeden Fall raus. Habe ich richtig Bock drauf. Ach, das nimmt man dann ab und dann ist das so eine kleine Lampe. Ja, die nehme ich mir auf jeden Fall raus. Das finde ich richtig cool. Dann haben wir hier ein Kodali-Täschchen. Ein Kodali-Täschchen mit einer Karte. Das heißt, das sind Goodies. Ich bin so froh, einer dieser Menschen zu sein, die Musik hören können, ohne dabei zu joggen. Als Nadine diese Karte gezeigt hat, die ist nämlich von Michelle, musste ich so lachen, weil Nadine joggt ja so gerne. Für jede zwei fürs und eins für okay. Also drei Teile darf ich mir rausnehmen. Und die Karte wollte Nadine so gerne haben. Wer ist denn... ich glaube, Biene ist vor Michelle dran. Biene, wenn du die Karte nicht haben willst, lass die mal drin für Nadine. Die wird sich freuen. Ah, ich darf mir Haar aussuchen. Oh, cool. Ja, die nehme ich mir schon mal. Ja. Vielen lieben Dank, liebe Michelle. Tolle Goodies. Muss mir auch wieder was Schönes für die Mädels überlegen. So, weiter geht's mit dem blauen Täschli von Douglas. Das hat Nadine auch wieder gefüllt. Was haben wir hier? Ah. Erste-Hilfe-Tasche, Outdoor und Sport.
Richtig cool. Richtig cool. Da ist ein vier Wundschnellverbände, Pflasterstrips, fünf Fingerkuppenverbände, Brandwunden, Insektenstiche, Kühlgel, Taschenschere. Das ist richtig cool. Das ist richtig praktisch. Überlege ich mir noch mal. Dann haben wir hier Einhornpups. 18 Gramm Schaumzucker Speckbälle. Sind das Goodies? Nein. Was ist das? Kann man das essen? Ja. Den Einhornpups, den nehme ich mir raus. Finde ich sehr gut. Ich glaube, das Outdoor-Täschchen lasse ich nochmal weiter wandern. Und dann, was haben wir hier noch? Ein leeres Tütchen, das nehme ich mal raus. Und Wickel, 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 Wickel. Das ist eine Make-up Factory Palette mit so Schimmertönen. Eyeshadow Jewels, die lasse ich aber mal drin, weil nur Schimmertöne ist nicht so meins. Die kommt hier wieder rein. So. Dann eine Kiste. Hier haben wir ein Vitamin C Serum drin. Für Jenny etwas. Ein Rucksack. Den gucke ich mir jetzt mal an. Das ist so einer für. Oh, ist der schön. Der ist voll schön, aber ich trage solche Rucksäcke nicht. Wäre es jetzt so ein Einkaufsbüdel gewesen, hätte ich den auf jeden Fall behalten. Aber der Rucksack kommt hier wieder rein. Aber der ist sehr schön. So, nicht ganz so schön wie vorher gefaltet, aber immerhin. Dann haben wir hier einmal River Loves Me, den Highlighter von Maxim. Der ist sehr schön, aber den habe ich schon. Und die Eyeshadow-Palette aus der Galaxy-Reihe. Die sieht einmal so aus. Die soll ja ganz gut sein. Ich nehme mir die auch mal raus. Ja. So, haben wir das kleine Dingelchen auch abgefrühstückt. So, dann haben wir hier Haarfarbe. Olia von Garnier in mittelbraun und schimmerndes Samtbraun. Ich glaube, ich wäre so eher mittelbraun. Aber da ich eine Allergie gegen Haarfarben entwickelt habe, dürfen die beiden weiter wandern. Ich färbe meine Haare ja schon länger nicht mehr. So. Verpackung. Little Mermaid. Diese wunderschöne Tasche kommt von Biene. Und ich glaube, da sind ihre Goodies drin. Eine wunderschöne Karte von Biene. Bedient euch, solange der Vorrat reicht. Biene. Also nach mir ist noch Jenny dran und dann kommt Biene. Dann nehme ich mir. Oh, das nehme ich mir raus. Was haben wir hier noch Schönes? Das lasse ich mal der Jenny drin. Jenny, den Rest, der in der Tüte ist, den kannst du gerne haben. Ich habe mir was Schönes rausgenommen. Danke, Biene. Genau.
Goody Alarm von Jenny. Ich bin die Letzte. Nach mir ist Jenny dran. Ja, genau. Nach mir ist die liebe Jenny dran. Und das ist die Karte. Always add a little confetti. Finde ich süß. Die kommt hier zu meinen Karten. Und dann hat sie ganz viel Konfetti geschickt und einen Lippenpflegestift. Und eine Hibiskus, White Hibiskus Maske. Vielen lieben Dank, liebe Jenny. Und hier ist Konfetti drin. Süß. Süße Idee. So, weiter geht's im Text mit dieser wunderschönen Tasche. Da steht Yeah Dude drauf. Von L'Oreal ist die Tasche. Coole Tasche. Okay, die ist prall gefüllt. Was haben wir hier? Ein Erase Cake. Das ist so ein Make-up-Schwamm quasi. Muffinförmchen. Kronen. Muffinförmchen Kronen. Die nehme ich mal raus. Finde ich richtig cool. Dann haben wir hier sehr gut eingepackt eine Nut. Neutrogena Intense Repair Sika Body Balsam. Vielleicht, weil das ist ein großes Produkt. Und wir können das Paket ja ein bisschen kleiner machen dadurch, wenn wir so größere Sachen rausnehmen. Dann haben wir hier eine Revolution Palette. Mermaids Forever. Die ist so, die hat so kleine Fännchen. Da bin ich nicht so ein Fan von. Aber sonst ist sie sehr schön. So. Was haben wir hier noch? For Freedom Pro Blush and Bronze Bake Palette. Dann, was haben wir noch? Das darf alles weiter wandern. Eine Pastel Lights Palette von Revolution. Muss ich auch nicht unbedingt haben. Ich habe ja auch schon eine Lidschattenpalette mir rausgesucht. Dann haben wir hier Revalele Loves Me Le Petit Paris Under Eye Baking Powder. Das, glaube ich, nehme ich auch mal raus. Oh, das ist noch... War das noch original verpackt? Nee, oder? Das sieht sehr gut aus. Oh, und staubt. Das kommt mit auf mein kleines Häufchen hier. Dann haben wir hier einen Beauty Bay Lipstick. Ist das der in der Farbe Cola? Ist das der? Ja, das ist der Cola Lipstick. Den braunen. Den nehme ich raus. Der ist cool. Der gefällt mir. Ich finde die Farbe super. Und dann haben wir hier noch Cool Breeze von Trend It Up. Ein Blush. Highlighter Blush. Der darf aber weiter wandern. So, das war's. So, so. Das ist eine L'Oreal Man Expert Tasche aus gewonnen aus recycelten Plastikflaschen. Das finde ich natürlich cool. Und die kann man so aufhängen auch noch. Sehr coole Tasche. Bin ich großer Fan von. Genau.
So. Schwupsdi, wupsdi. Weiter geht's mit einem Täschli. Das habe ich, glaube ich, reingetan, das Täschchen. Hier sind jetzt die Goodies von Nadine drin. Oha. Was für eine süße Karte. Hallo ihr Lieben, Mai 24. Ich freue mich immer noch sehr dabei sein zu dürfen. Glow Gang Paket darf nie aufhören. Das stimmt, Nadine. Das wird es auch nicht. Nehmt euch einmal und sucht euch einen aus. Eure Nadine aus dem Sauerland. Wow, cool, Nadine. Ich freue mich. So viele coole Goodies. Ui. Oh, wie schön. Oh, Leute. Wenn einer seinen nicht haben will, ich nehme den gerne. Oh, aber welchen nehme ich? Oh, die sind alle schön. Cool. Oh. Ich kann mich nicht entscheiden. Die tue ich mal wieder rein. Ich glaube, ich nehme den. Ja. Dankeschön, Nadine. Voll lieb von dir. So, weiteres Täschchen auf den Haufen mit den Täschchen. Weiter geht's mit einer Sternentasche, die ich mal reingepackt habe. So, kommt, ist noch gar nichts von mir zurückgekommen, ne? Vielleicht kommt das ja noch. Findet Nemo! Was ist das? Eine Palette. Ein Bronzer und ein Blush-Topper, würde ich sagen. Die heißen Fish are Friends, heißt der Blushtopper, und Not Food heißt der Bronzer. Wie geil! Aber es ist mir ein bisschen zu dunkel, das lasse ich erstmal drin. Was haben wir hier noch? Ein Face Lights Highlighter und Bronzer von Trend It Up. Oh, sehr schöne Farben, sehr schön dezent. Das Gegenteil zu Findet Nemo. Aber auch die darf weiter wandern. So, was haben wir noch? Die Avocado-Palette. Die Avocado, Tasty Avocado. Ich weiß nicht, wer die reingepackt hat. Ich frage gleich mal in der Gruppe. Weil die wandert, glaube ich, auch schon länger mit, oder? Dann würde ich die mal rausnehmen, weil die schon länger mitwandert. Damit das Paket nicht immer dasselbe ist. So, von mir kommt zurück die Bürste für die Kopfhaut. Die wollte keiner. Das Bruno Banani Parfum, das kommt auch zurück. Dann ein schöner More Than Nude Nagellack von Catrice und ein Mermaid Fantasy von Manhattan. Die bleiben aber beide drin. Dann, was haben wir hier noch? Was Kleines. Oh, den nehme ich raus. Den Blush von Catrice aus der Glamazona LE. Wow, der ist richtig cool. Den nehme ich auf jeden Fall raus. Yes. Das ist ein Sammlerstück. Par excellence, also... Das, den kann ich nicht weitergehen lassen. Der ist einfach zu schön. So. Jetzt habe ich hier bald keinen Platz mehr, wie immer. So. Und weiter geht's mit der Box. Der Tokyo Box. Dann habe ich hier noch den das Anker Design Täschchen. Das wollte irgendwie auch keiner haben. Macht aber auch nichts. So.
Dann kommt zu mir zurück ein Lippenbalsam. Was haben wir hier? Magic Finish Mousse Eyeshadow. Der darf drin bleiben. Dann Quick Dry Drops von Essie. Die habe ich reingetan. Die kommen wieder raus. Dann, was haben wir hier noch? Ein Infallible 24 Hour Fresh Wear Foundation Powder. Das darf drin bleiben. Dann eine Catrice Palette, die ist sehr, sehr, sehr cool. Die habe ich sehr geliebt damals. Geh auf! Ich zeige sie euch so. Diese Palette, ach, man kann es überhaupt nicht erkennen, wunderbar. Dann muss ich das einmal so machen, so. Diese Palette von Catrice, die so wahnsinnig spiegelt, die sieht von innen, oh, die ist fast gar nicht benutzt. Die ist super schön, die liebe ich ganz doll, aber die habe ich schon. So, was haben wir hier noch Schönes drin? Ein paar Pröbchen von Jaya. Das Perfect Skin Konzentrat von Shabens. Ein Powder Blush von Trend It Up. Ein Blushleiter von Essence, der ist zu mir zurückgekommen. Habe ich den schon? Neon Explosion von River Loves Me. Ich muss mal eben gucken. Ich habe Neonlacke von River Loves Me, aber ich glaube nicht den. Oder doch? Das ist rot, grün. Oh, der grüne ist tot, glaube ich. Kann man wegschmeißen. Ich habe einen Nagellack getötet. Nein. Schöne Schose. Nee, den habe ich nicht. Also, den nehme ich mir raus. Neon Explosion. Und was haben wir hier noch? Nail It. Mischievous Night. Das ist so ein Tintenblau. Liebe ich. Nehme ich mir auch raus. Nagellack bleibt bei mir. Wer hätte es gedacht? So, und hier haben wir noch Extreme Blur Loose Powder. Extreme Blur Loose Powder. Ja, das nehmen wir auch mal raus. Ja. Ein bisschen durchmischen, das Paket. Das ist meine Aufgabe. So. Dann ist die Schachtel auch nicht mehr so voll. Und dann ist hier noch so eine Aufbewahrung drin. Mit so, wie so ein Setzkasten sieht das aus. Mit so Trennern. Und dann kann man sich da... Will ich das behalten? Aber es ist so offen. Nee. Ich glaube, das lasse ich weiter wandern. So, dann haben wir hier noch eine süße kleine Tasche in Lila und Pink. Das ist ja total meine Farbe. Aber ich trage so kleine Täschchen nicht. So, dann haben wir hier das Schmucktäschchen, glaube ich. Ui, eine Sonnenbrille.
Und große Kreolen in Dunkel. Die nehme ich mir mal raus, die Kreolen. Hatte ich die Sonnenbrille reingetan? Oh, die ist nicht markiert. Die Sonnenbrille. Ich weiß es nicht. Oh, der Ring ist ja auch cool. Voll schick. Aber der wandert weiter. Dann gibt es hier eine kleine Eule. Es ist was runtergefallen. Ist die, ich glaube, die Eule ist eine Uhr. So viel Schmuckidi-Schmuck drin. Ah. Hier ist noch ein Ring. Und was haben wir hier? Oh, ein schönes Armband. Aber das ist mir ein bisschen zu klein. Da ist die Eule. Hier ist noch eine kleine Schachtel. Oh, auch schön. Auch so ein Glitzerarmband. Aber, oder passt mir das? Ah, ist mir zu viel Getüdel dran, glaube ich. Was haben wir hier noch? Eine Kette. Oh, das ist die. Oh, das ist die Kette von Die Schöne und das Biest mit dem kleinen Tassilo und der Kanne. Oh, ist das süß. Ich zeig's euch gleich, wenn ich es enttüdelt habe. Oh, bitte, Jesus, lass die Kette mir passen. Das wäre so toll. Oh, die ist ganz doll vertüdelt. Ich tüdel sie auseinander und hoffe, dass sie mir dann passt. Übrigens, meine Kette, die ich reingetan habe, mit dem Schmetterling. Die ist zu mir zurückgekommen. Die nehme ich raus und frage die Mädels nochmal, ob sie vielleicht doch noch die Kette haben wollen. So, komm schon. Also, die Kette sieht so aus. Silber und dann diese Anhänger. Oh, ist die schön. Oh, ich finde die so schön. So süß. So süß. So, gucken wir mal, ob das passt. Ja. Ja, die behalte ich auch. Sehr schön. Was haben wir hier noch? Ein Blümchenarmband, das finde ich sehr schön. Und so goldene Kreolen, die finde ich auch schön. Die goldenen Kreolen nehme ich auch. Hier ist noch ein Ring. Den hatten wir schon. Da ist noch, ich glaube, das ist ein Armreif. Der wird mir aber zu klein sein. Hier ist was noch für mich. Ah, ja, der Panda. Den habe ich mir rausgesucht. So viel schöner Schmuck. Ein Armkettchen mit so Schneeflöckchen. Und was haben wir hier noch? Und die passende Kette dazu.
Die ist natürlich sehr schön, aber nee, ich glaube, die Schneeflöckchen dürfen weiter wandern. Und das Armkettchen ist, glaube ich, auch. Ich glaube, das ist zu eng. Ich habe jetzt auch genug Schmuck. Ich habe ja zweimal Ohrringe und einmal die Kette, über die ich mich sehr, sehr freue. Und dann habe ich ja noch den Panda, den ich in der Second Chance mir rausgesucht habe. So, das war Schmuck. Dann haben wir hier noch das Home-Schild, was beleuchtet ist. Ich finde es irgendwie cute. Da sind so kleine LEDs. Home steht da. Ist irgendwie süß. Ach, ich nehme das raus. Komm. Komm, was soll der Geiz? Ich nehme es raus. Und dann haben wir hier noch, last but not least, erstmal hier wieder ein bisschen Sachen reinräumen, damit ich wieder ein bisschen Platz habe. Last but not least, diese Creme hier. Das ist ja, sag ich mal, angehaucht. Könnt ihr euch vielleicht vorstellen, das hatte man schon mal vom DM, so eine Creme. Das ist die Beauty and Body Cream Bondi mit Amber Sun und Salted Caramel. Und die finde ich sehr interessant. Die ist, glaube ich, vom Action. Oh, die riecht sehr, sehr gut. Die nehme ich auch mal raus. Genau. So. Und jetzt, ihr Süßen, habe ich mir ja ordentlich gegönnt hier. Sehr gegönnt im Bereich alles. Also, wir haben Schmuck. Ich habe Schmuck rausgenommen. Ich habe Deko rausgenommen. Ich habe Pflege rausgenommen und dekorative Kosmetik und Nagellack. Und jetzt zeige ich euch mal, was ich alles nehme. Ich nehme die Kette 1. Ich nehme die Bodylotion 2. Genau. Ups. Ich nehme die zwei Nagellacke 3, 4. Ich nehme die zwei Paar Ohrringe 5, 6. Die Muffinförmchen 7, das Puder 8, den Blush 9, das andere Puder 10, die Palette 11, das kleine Licht 12, den Lippenstift 13, die Creme 14 und den Einhornpups 15. Ja. Ja, 15 Teile und ich bin happy, happy, happy. Sehr, sehr happy, happy, happy mit meinen schönen Sachen. Dann habe ich ja noch das Paket einigermaßen erleichtert, weil ich die Sachen rausgenommen habe, die ich reingetan hatte, die zurückgekommen sind. Ah, 16, das Home-Schild. Das Home-Schild, das will ich euch nicht unterschreiben. Also 16 Teile. Das ist doch eine gute Ausbeute, würde ich sagen. Und ich fülle natürlich wieder auf. Ich werde nicht so Riesenteile reintun, aber schöne Sachen, damit das Paket eben nicht größer wird auf jeden Fall. Ich muss mal gucken, dass ich den Karton austausche. Und ja, dann wollte ich euch noch die Panda-Kette zeigen, die ich in Second Chance mir gesichert habe. Genau, da freue ich mich auch ganz doll drüber. Und ja, schaut auf jeden Fall, wenn ihr sie noch nicht kennt,
unbedingt bei den anderen Mädels vorbei. Lasst ein bisschen Liebe da und einen lieben Kommentar und Grüße von mir. Und ja, Däumchen nach oben, gerne. Gerne den Kanal abonnieren und die Mädels auch. Und jetzt wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch alles Liebe und Gute. Bleibt gesund und haltet die Ohren steif. Tschüss.